wie die Fotografie nach Steinau kam. Dies ist das älteste Foto, das sich in unserem Archiv befindet. Ich bat Werner Sauer einmal, mir zu sagen, wann das Foto etwa entstanden sein könnte. Anhand der Militärzeichen, der Kleidung und Uniformen, die er darauf erkannte, meinte er, es könnte so um 70, 71, 72 entstanden sein. Vor etwa 10 Jahren nahm ich mir vor, aus den in der Familie vorhandenen Bildbeständen und Dokumenten ein Familienbuch zu machen. Als erstes nahm ich mir jetzt natürlich die Ahnentafel vor. Und da fand ich an unterster Stelle oder an oberster als Ältester den Johann Konrad Merz, Hofbuchbinder, geboren in Marburg, gestorben in Laubach. Also wurde die erste Seite eine Seite Johann Konrad Merz, Hofbuchbinder, und Maria Margareta Merz, geborene Stemmler. Am 16.01.1777 erblickte bei der Sohn Johannes Konrad Merz in Laubach das Licht der Welt. Bei seinem Vater erlernte er das Handwerk des Buchbinders. Da sein älterer Bruder das Handwerk des Buchbinders ebenfalls erlernt hatte und sogar von dem Grafen nach Wien geschickt wurde, nehme ich mal an, konnte der jüngere Bruder nicht ebenfalls bei seinem Vater arbeiten oder beim Grafen von Solms und ging auf Wanderschaft. Denn 1798 taucht Johannes Konrad Merz in Steinau an der Straße auf. Er fand Arbeit bei einem Buchbinder, dessen Werkstatt genau gegenüber dem Amtsgericht lag. Denn die Buchbinder hatten einen großen Teil Arbeit damit, die Gerichtsakten zu binden, die ja damals noch nicht in Bücher geschrieben wurden, sondern als einzelne Blätter, die dann später geheftet wurden zu Büchern. Das ursprüngliche Haus, in dem die Buchbinderei war, ist das Haus, wo heute die Brüder-Grimm-Bücherstube ist, damals neben Mellich-Lotze. Er arbeitete dort als Buchbinder und bereits 2 Jahre später, nämlich im Jahr 1800, machte Johannes Konrad Merz seinen Meisterbrief. Seine Meisterprüfung. Herr Hartmann, der die Steinauer Bücher geschrieben hat, hat mir ursprünglich mal erzählt, dass mein Vorfahre die Meisterin geheiratet hätte, weil der Meister gestorben war und dadurch in der Zunft aufgenommen werden konnte und seine Meisterprüfung machen. Im Stammbaum allerdings steht, dass er die Stadtratstochter und Bäckerstochter Graul heiratet. Ich glaube, da ist ein bisschen Forschung notwendig. Wie auch immer, die beiden bekamen 3 Kinder, die Söhne Wilhelm und Heinrich und die Tochter Katharina. Katharina blieb ledig und wohnte ihr ganzes Leben im Haushalt ihres Bruders Johannes. Über das Leben in der Familie meines Urgroßvaters habe ich keine Kenntnisse. Er muss wohl sein Geld verdient haben, hier hat ihn sein Sohn später fotografiert, als er dann schon Fotograf war. Dies ist das Familienbild nochmal. Rechts der ältere Bruder, der das Buchbindergeschäft vom Vater übernahm, und links Konrad, der seinen eigenen Weg gehen musste. Was er machte und wie er zur Fotografie kam, erfahren wir jetzt. Auf meine Bitte hin schrieb Tante Katha, die Schwester meines Vaters, also Katharina Merz, was sie noch aus der Familiengeschichte wusste. Sie schrieb: Aus späteren gelegentlichen Erzählungen habe ich entnommen, dass mein Großvater in jungen Jahren, hier handelt sich also um den Konrad Merz, also der Enkel von Johannes Konrad Merz und Urenkel von Johann Konrad Merz, dem Buchbinder aus Laubach. Konrad Merz, ihr Großvater, war in jungen Jahren als Buchbindergeselle auf Wanderschaft gewesen, hatte viel gesehen und erfahren. Und in dieser Zeit auch als Schachtmeister im Rheinland beim Eisenbahnbau gearbeitet. In seiner Soldatenzeit war er Briten,
ich glaube Ulan. Durch diesen frühen Kontakt mit allerlei Menschen war er wohl sehr weitblickend und in Steinau ein angesehener und geschätzter Mann. Er wurde Mitglied der ersten Steinauer Stadtvertretung, hatte da aber scheinbar einen sehr harten Kampf, manchmal mit der Engstirnigkeit vieler anderer Stadtverordneter zu führen. Na, das gibt's ja heute noch. So weiß ich, dass die Steinauer Stadtverordneten einmal durchaus das Schloss kaufen wollten und mein Großvater ihn immer wieder auseinandersetzte, dass man würde sich damit doch nur eine große Last aufladen, da das Schloss doch immer große Unterhaltskosten erfordere, die im anderen Falle ja der Staat tragen müsste. Der das Schloss ja nicht aus Steinau wegtragen könne. Es hat anscheinend lange gedauert, bis sie es begriffen. Meines Großvaters Elternhaus stand am Stadtberg. Er war der zweite Sohn aus einer alten Buchbinderfamilie und hatte auch diesen Beruf erlernt. Im Hause nebenan, auch gegenüber dem Amtshaus, war ein Handwerksbursche wahrscheinlich als Knecht gelandet. Das war ins Mellichlotzer Haus, heute Natschi, der sich aus Liebhaberei mit der damals neu entwickelten Fotografie beschäftigte. Ein Junge aus der mit den Eltern befreundeten Buchbinderfamilie Freund aus Schlüchtern und mein Großvater hielten sich oft bei diesem Manne auf und ließen sich dabei in der Fotografie unterweisen. So lernten sie diese damalige Kunst wohl spielend. Mein Großvater verliebte sich in die bildhübsche Emilie Knoblauch, mit der er sich verlobte und die er dann auch heiratete natürlich. Sie war die Tochter von Marie Knoblauch, geborene Knobloch, Witwe eines Fahnenschmiedes. Nach der Heirat zog mein Urgroßvater in das Haus der Schwiegermutter, die in Steinau bekannt war als geschickte Näherin. In der Wohnung der Schwiegermutter begann Konrad Merz sein eigenes Buchbindergeschäft. Erst hatte er keine Kundschaft und wollte in seiner Verzweiflung sich schon eine Hacke und Schippe kaufen und als Erdarbeiter im Ohl anfangen. Da bekam er gerade noch rechtzeitig den ersten Auftrag, nämlich wahrscheinlich vom Amtsgericht Gesetzesblätter zu binden. Das war sein Anfang im eigenen Geschäft. Es kamen dann Gesangbücher, Gebetbücher, auch viel von katholischer Kundschaft aus dem huttischen Grund. Diese Leute kamen immer in großen, bunten Kopftüchern. Wie ich noch weiß, schreibt Tante Katha, erkannte man daran immer die Frauen, die katholisch waren. Um ein solches Buch zu binden, brauchte mein Opa immer einen Tag und bekam dafür dann eine Mark. Das war wohl auch damals wenig. Diese Mark gehörte aber dann ganz ihm. Allerdings machte die spielend erlernte Fotografie auch sehr viel Spaß und brachte vor allem auch etwas Geld ein. In dem ihm gehörenden Garten im Gässchen der heutigen Poststraße stand ein alter Holzschuppen. Den riss mein Großvater ein und baute sich auf diesem Platz an der Stadtmauer sein erstes eigenes Atelier aus Holz. Auch seinen ersten Fotoapparat baute sich mein Opa selbst zusammen, schrieb Tante Katha. Ich habe diesen später noch auf dem Boden stehen sehen. Viel davon war aus Pappendeckel. Das Objektiv zu dem Fotoapparat hatte er dem wandernden Gesellen, der wohl etwas Geld brauchte, damals abgekauft. Nachdem zwei Kinder dem Ehepaar geschenkt wurden, zwei Söhne, wollten sie ein größeres Haus bauen. Da sagte jemand: Konrad, suchst du einen Bauplatz? Hast du schon mal an dem Herrn Zorn seine Insel gedacht? Herr Zorn hatte in der Neugasse an der Mauerwiese eine Brauerei, galt als reicher Mann, hatte vor dem Tore einen großen Obstgarten. Zwischen den Windungen des Sennelsbachs, daher Insel. Ein Teil des Gartens kaufte dann die Schwiegermutter Emilie Knoblauch und man baute das Haus darauf. Die Schulden waren anscheinend für ihre Verhältnisse groß. Und als sie endlich einzogen, sagten meine Großeltern zueinander: Wir wollen erst einmal niederknien und unseren Herrgott anrufen und bitten, dass wir drin bleiben können und nicht zum Gespött der Welt werden. Im ersten Stock war das Atelier mit Glasdach. Die übrigen Räume dort wurden vermietet. Ebenso eine Bodenkammer, möbliert an einen jungen Forstrendanten mit Morgenkaffee, einem Herrn Eberhard. Im Parterre wurde meines Großvaters Werkstatt und ein kleiner Laden eingerichtet. Später zog Opa dann mit seiner Werkstatt
in einen großen, länglichen Raum nach der Westseite, in dem er buchbinderte und seine Bilder fertig machte und in der es immer so gut nach Leim roch. Nur diese Werkstatt kenne ich noch, schreibt Tante Katha, und dann unseren Laden, der sich immer besser entwickelte, zuerst mit Schreibmaterialien und nach immer mehr Artikel, die sich gut verkauften. Mit meiner Oma zusammen machten sie und ich immer Briefmäppchen fertig. Das heißt, aus größeren Packen legten wir 5 linierte Briefbogen gefaltet und 5 Kuverts mit einem Löschblatt zusammen in einem größeren Umschlag. Diese Briefmäppchen wurden dann im Laden für 10 Pfennig das Stück verkauft. Ich war immer sehr stolz, wenn ich so meiner Oma helfen durfte. Bis zum Tode meines Vaters empfand ich unsere Werkstatt immer als Mittelpunkt des Hauses. Dort wurde immer alles besprochen und geplant. Auch kamen immer viele Männer dorthin und standen im Winter in ihren Holzschuhen am warmen Kachelofen. Nach dem Bau des Hauses mühten sich meine Großeltern sehr. Da meine Großmutter in ihrer Jugend eine gute Schneiderin war, übernahm sie nun auch in ihrem neuen Haus das Flicken und Reparieren von Kleidung. Oma hatte in ihrem Schreibsekretär eine kleine runde grüne Büchse, die ihr Opa gemacht hatte. Darin sammelte sie jede erübrigte Mark für Zinsen und Abtrag, die auf der Heimannskasse, dem Steinauer Vorschussverein, bezahlt werden mussten. Einmal reichte das Geld nicht ganz für die vereinbarte Zahlung. Und der alte Herr Heimann sagte meiner Oma daraufhin ein paar passende Worte. Oma war in ihrem Stolz getroffen und weinte bitterlich. Einmal noch gab es große Schwierigkeiten, es fehlten 300 Mark. Adam May, ein Jude aus Schlichtern, der meine Urgroßmutter mit Nähutensilien belieferte, gab die 300 Mark. Und ich habe heute noch den Schuldbrief und das Büchlein, wo das Geld monatlich abbezahlt wurde. Er sagte damals, Sie sind eine so fleißige Frau und ich vertraue Ihnen, und hat ihr das Geld gegeben. Hier ist noch eine Originalrechnung von Anton May, wo aufgeführt ist, was alles gekauft wurde. Ich bin heute in der 4. Generation noch Fotograf. Mein Sohn macht es nicht mehr, er ist inzwischen Informatiker. Auch die Buchbinder-Tradition hat einmal ein Ende gehabt in der Familie Merz. Dann kamen 4 Generationen Fotografen. Mal sehen, wie es weitergeht. Dankeschön.